Herzlich willkommen, liebe Waage, hier auf Cleopatra Orakel. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und wir schauen uns gemeinsam mit der Nofretete, wie ihr seht, eure Energien für diese Woche. Das Energy Update von mir für diese Woche hast du dir hoffentlich angeschaut und hast du dafür dir schon deine Gedanken gemacht, was es für dich bedeuten könnte. Ich werde darauf hier jetzt direkt nicht eingehen wollen. Die Energie, die ich jetzt für dich für diese Woche wahrgenommen habe, war, ich habe eine Wasserschlange gesehen, die sich auf dem Meeresuntergrund bewegt hat. Ja? Also in Dunkelheit, weit weg von der Sonne. Ja? Das Sonnenlicht hat dich überhaupt nicht erreicht mehr. Und du bist immer tiefer eingegangen und immer tiefer und auch in diesen Sand hast du versucht, dich einzubohren und ich habe dich immer wieder versucht zu fragen, wo du eigentlich hingehst, was du suchst. Aber du bist mir immer weggehauen, du warst unfassbar schnell. Und ich konnte dich auch nicht wirklich aufhalten. Und als ich endlich mal so ein bisschen Kontakt zu dir aufnehmen konnte, da hast du mir nur irgendwas zurückgeworfen, ja, dass du noch tiefer, noch dunklere Ecken dir anschauen möchtest. Aber das war total die falsche Richtung, ja? Denn die Sonne hatte versucht, dich zu erreichen und du hast dich immer mehr unter irgendwelchen Felsen versteckt und so. Bis dann endlich, ich weiß es nicht, was das war, frag mich nicht, das war wie so ein Riesensauger, der da in dieses Wasser reingedrungen ist und hat dich da geschnappt, um dich an die Wasseroberfläche zu bringen. Also keine Ahnung, was das für dich bedeutet. Auf jeden Fall direkt Rettung kommt, um dich von deinem falschen Weg abzunehmen. Es sah etwas gravierend aus, sehr schnell überraschend, ein bisschen erschreckend auch. Keine Ahnung, was das bedeuten könnte. Könnte auch ein Schreckmoment sein oder eine Erleuchtung oder irgendwas. Auf jeden Fall, es wird ein Eindringen geben. Ja? Was ist denn die Herausforderung für dich, liebe Wache, gell, in dieser Woche? Du suchst nach Wissen in alten Büchern, die dich überhaupt nicht weiterbringen. Im alten Wissen, mit alten Denken, mit etwas, was in diese neue Welt gar nicht mehr reingehört. Und das ist die Sonne, das ist die Heilung, das ist die Offenbarung, das ist das, wo wir uns hinbewegen, ja. Und die Heilung dürfte hier stattfinden. Es kann sein, dass du in aktuellem Geschehen nach Referenzen suchst, aber diese Referenzen basieren immer auf Vergangenheit, ja. Die Zukunft basiert auf Vertrauen, die Vergangenheit auf alten Erfahrungen, alten Wissen, Vergangenheit. Was ist denn bitte die fördernde Energie für dich, liebe Waage? Bereitschaft. Nicht für dich. Ja, dieses alte Denken, das ist nicht für dich, ja. Das ist so Strategie, so planmäßig und so weiter, aber gleichzeitig wirst du gefördert, dich bereit zu machen für die Rettung, ja? Da wirst du auch über die Oberfläche auf einem Podest, also ich weiß es nicht, es kann sein, dass es auch ein Himmel ist, aber ich sehe hier halt Wasser und da wirst du auf dem Podest erhoben, ja? Ja, neue Wertigkeit, neue Weltordnung, neues. Aber du bist noch an das Alte sehr stark gebunden. Ja, alles andere ist nur nicht Pille-Palle. Was wollte ich denn jetzt sagen? Das ist so nicht greifbar. Diese neuen Möglichkeiten fallen dir schwer, das in deinen Verstand irgendwie einzubinden. Ja, das sind dir irgendwie Grenzen gesetzt, um das Neue anzunehmen. Ja, da kämpfst du mit dir. Da gibt es das Neue, das nimmst du wahr, ja. Das ist schicksalhaft über dich hergekommen, mit einer Person, die in dein Leben getreten ist, mit der du aber irgendwie nichts anfangen kannst gleichzeitig, obwohl das sich so super fühlt. Aber diese Frau oder dieser Mann sprengt deine Grenzen.
Bereitschaft. Ja, ich habe dir gesagt, das Rad des Schicksals wird dich aus der Dunkelheit herausholen. Ja, wenn du selber die Verantwortung dafür nicht übernimmst, werden sie eingreifen. Ja, nicht für dich. Sich zu verstecken, deine wahren Feuer hier zu verstecken, ist nicht der Weg. Das ist der falsche Weg. Hier ist eine außergewöhnliche Königin der Stäbe gemalt in diesem Deck, die so ein bisschen ihre Möglichkeiten versteckt unter dieser Kleidung. Ja, sie ist nicht, meiner Meinung nach, so finde ich es, sie ist nicht in ihrer Kraft. Ja. Und das zeigt sich hier auch nochmal mit der Kraftkarte, ja, dass der Löwe hier auf, mit einer Kette gebunden ist und nicht liebevoll in Zusammenarbeit eingeschwungen ist. Okay, bitte 5 Karten für die Waage. Also, da wirst du eben dieses Angebot bekommen, sich eben irgendwo der Sonne zu widmen oder irgendwie ein etwas, sich für irgendwas zu öffnen, wo du sagst, macht keinen Sinn, kann ich damit nichts anfangen, ist mir egal, was auch immer, führt mich zu nichts, ja? Und dann wird irgendwas passieren, was eben diese Grenzen gesprengt werden. Oh, wunderschön. Du wirst in eine, als König des Schwerter, sehr schön, also voll in deine Energie, du wirst in deiner Energie bleiben, aber du wirst ein übergeordnetes Bild, als ob du vom Himmel auf Erde schauen würdest und den Plan endlich verstehen würdest. Das, was du die ganze Zeit versuchst, auf Basis von der Vergangenheit in die Zukunft zu projizieren, so wirst du den übergeordneten Blick auf das Ganze bekommen und zu verstehen, um was es eigentlich geht in Bezug auf diese Partnerschaft, die dich verunsichert. Die Situation verunsichert sich generell, ja? Da möchte mit dieser Möglichkeit Gerechtigkeit eingespielt werden, eventuell auch eine zweite Chance. Weiß ich nicht, was in der Vergangenheit zwischen euch war. Ich habe das Gefühl, dass du dir nicht sicher bist, gefühlstechnisch, was du noch für diese Person empfindest. Gleichzeitig möchte man, dass man zu neuen Ufern geht, ja, auf der Wasseroberfläche. Du suchst im Tiefen deine Gefühlswelt. Aber Gefühlswelt aus der Vergangenheit. Und die Gerechtigkeitskarte sagt, erhebe dich und konzentriere dich auf deine Gefühle jetzt, hier und jetzt. Also werde authentisch in dem, was jetzt ist und baue dein Leben nicht auf der Vergangenheit auf. Das, was dir hier angeboten wird, ist die Fülle. Wenn du das verstanden hast, wenn du dich der Sonne gewidmet hast, dann wird dir die Fülle versprochen. Diese Erkenntnis wirst du haben, indem du an die Wasseroberfläche befördert wirst.
Denn du tauchst dir ständig in deine Mangelenergie ein. Genau, und da wirst du herausgefordert, wirklich wie mit so einer, weiß ich nicht, mit so einer riesen Maschine, die dann in Unterwasser sich stürzt und dich aus dieser Mangelenergie hervorhebt, auf das Gefühl der absoluten Erfüllung. König der Schwerter und König der Schwerter. Das ist der Neue, das ist der Alte. Und da hast du das Problem zwischen dem, wie du irdisch das Ganze in der alten Energie gesehen hast und das Übergeordnete wahrnimmst. Und plötzlich alles verstanden hast, was du in der Vergangenheit mit deinem Verstand nicht umringen konntest, was das mit auf sich hat. Und plötzlich das, was so einen richtigen Abstand auf sich genommen hat, verbessert sich in der Form der Kommunikation zwischen euch beiden. Eine Heilung kommt, ein Wachstum, eine Möglichkeit, ein Wachstum entsteht hier eindeutig. Ganz wichtig, dass du hier deine alten Projektionen nicht mit in die Zukunft nimmst. Das hängt dir noch ein bisschen am Bein, aber da wirst du echt mit einem Pfusch herausgefordert. Okay? Meine Lieben, ich werde mir gleich dann dein Gegenüber nochmal anschauen mit dem Orakelkarten hier. Dazu werde ich nochmal 5 Karten legen für dein Gegenüber, genauso wie für dich. Wo steckt er jetzt in der Transformation? Okay, was auch immer das bedeutet. In welche Richtung es geht, weiß ich nicht. Mit diesen Karten werde ich eure partnerschaftliche Legung machen. Und wenn ich nochmal Action sehe, dann werde ich nochmal eine Zeitkarte ziehen. Ich freue mich sehr darüber, dich drüben zu sehen. Den Link für die Fortsetzung findest du in der Beschreibung des Videos sowie im ersten Kommentar von mir angepinnt. Liebe Waage, ich hoffe, dass dieses Drehen des Rades des Schicksals und dieses dich vom Boden auf die Wasseroberfläche zu holen Richtung Sonne nicht zu heftig für dich sein wird. Ja? Ich glaube, dass es wirklich etwas Plötzliches sein wird, wo du eine übergeordnete Sicht auf die Dinge bekommst und damit ein etwas Neues für dich beginnt, eine Heilung in der Vergangenheit und ein neuer Aufbau der Zukunft, wie auch immer sich die Partnerschaft entwickelt. Aber für dich ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Okay? So, ich wünsche euch alles, alles Liebe und ich freue mich natürlich, wenn wir uns gleich drüben sehen. Tschüssi!